Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Mai 2018, schon wieder 4 Monate rum im aktuellen Kalenderjahr. Wir wollen uns die aktuellen Themen anschauen, die momentan an der Börse und vor allem auch mit einer viel größeren Relevanz abseits der Börse aktuell passieren. Vom Organisatorischen wird es so sein, dass die Präsentation rund 30 Minuten dauert. Diese werden wir auch aufzeichnen. Sie können jederzeit Fragen stellen. Wir werden diese Fragen sammeln und dann nach Beendigung der Aufzeichnung diese Fragerunde hier noch diskutieren. Die Aufzeichnung werden Sie wie gewohnt im Nachgang entsprechend hier noch in Ruhe erhalten, sodass Sie die Unterlagen und die Ausführungen noch einmal verfolgen können. Sofern Sie Anregungen haben, wie gesagt, nutzen Sie bitte die Funktion, die Fragefunktion, die hier die Software entsprechend hergibt. Sofern auch technische Probleme auftauchen und die Tonverbindung schlecht wird oder der Bildschirm hängt, gerne auch über dieses Werkzeug die kurze Information. Und dann werden wir, wie gesagt, nach dem Ende der Ausführung hier entsprechend die Fragerunde wie gewohnt vornehmen. Ja, ich würde auch schon direkt einsteigen in die Präsentation und ja, kurz nochmal zur Person, einige Daten. Ich glaube, das Wesentliche ist, entsprechend hier auch rund 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Meine Funktion in der Ypos ist ja so ein bisschen der Allrounder im Bereich der Finanzplanung, Vermögensstrukturierung und auch der Portfoliogestaltung. Und ich steige dann auch direkt ein mit dem Fazit des letzten Webinars, was wir hier eben entsprechend gehalten haben. Sie erinnern sich vielleicht, nach einem sehr starken Januar, den wir an den Kapitalmärkten sehen durften, waren Februar und März mit einigen Stressindikatoren behaftet. Wir haben gesehen, dass finanzielle Stressindikatoren, wie sie beispielsweise von der Europäischen Zentralbank oder auch lokalen US-Notenbanken berechnet werden, dass die ein bisschen ausschlagen. Auch marktbasierte Stressindikatoren, die die Stimmung der Marktteilnehmer hier messen, die haben sich entsprechend hier nach oben bewegt. Und unsere Meinung war damals, dass das nicht mit den verfügbaren ökonomischen Daten zu begründen ist. Ganz einfach, weil die globale wirtschaftliche Lage nach wie vor sich auf einem relativ gesunden Niveau befindet. Wir haben in allen großen Volkswirtschaften hier entsprechend positive wirtschaftliche Rahmendaten. Es gibt immer mal wieder Datenpunkte, die ein bisschen schwächer reinkommen, die ein bisschen stärker reinkommen. Aber alles in allem auf globaler Ebene, wenn wir auf der einen Seite die Industrienationen betrachten, auf der anderen Seite die aufstrebenden Schwellenländer, dann hatten wir doch hier einen Mix an volkswirtschaftlichen Daten, der durchaus so optimistisch gestimmt hat. Ob der optimistisch genug ist, um das zu rechtfertigen, was teilweise in den Vermögenspreisen eingepreist wurde, das kann man wiederum hinterfragen, aber eine Rezession haben wir zum damaligen Zeitpunkt eben nicht gesehen, weil die einfach aus den Daten nicht herauszulesen war. Also dementsprechend, das Fazit damals, der Respekt vor einer abnehmenden globalen Liquiditätsversorgung, der hat da vielleicht seine Schatten vorausgeworfen. Wir müssen uns hier in Erinnerung rufen, dass die globalen Notenbanken, also sprich die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank, die Bank of Japan, aber auch natürlich die Bank of England, hier nach der Finanzkrise mit sehr unorthodoxen Maßnahmen reagiert haben, um die globale Liquiditätsversorgung sicherzustellen, um die Zinsen am Geldmarkt herunterzubringen über Leitzinssenkungen und über den Ankauf von Vermögenswerten, explizit natürlich auch Anleihen, hier die langfristigen Kapitalmarktrenditen nach unten zu bringen, weil eine flache Zinsstrukturkurve Kredite verbilligt und billigere Kredite sollen tendenziell natürlich hier die Wirtschaft dementsprechend positiv unterstützen. Und da das historisch einmalige Maßnahmen sind, die wir gesehen haben, hat natürlich auch keiner der Marktteilnehmer ein Gefühl dafür, was passiert, wenn eigentlich diese Liquidität mal abnimmt. Die US-Notenbank hält hier ihre Bilanz nun schon einige Zeit stabil, baut die Bilanzsummen nach und nach ab. Die Europäische Zentralbank hat ihr Anleiheaufkaufprogramm auch bereits reduziert. Und das sind natürlich Aspekte, die vielleicht auch hier eine Rolle gespielt haben, die zu dieser Verunsicherung hier eben im Februar, März entsprechend beigetragen haben. Und das ist immer ein Punkt an den Kapitalmärkten, wo natürlich Menschen aktiv sind. Solange die Märkte steigen, 2017 war ja ein Jahr, was quasi unorthodox und sehr, sehr selten am Kapitalmarkt war. Wir hatten ja kaum Schwankungen, wir hatten kaum Bewegungen, also das Ganze war schon viel zu ruhig, was wir da gesehen haben. Und dann sagt man natürlich, okay, manche Vermögensklassen sind vielleicht hoch bewertet, aber wenn es ja immer langsam weiter nach oben geht, dann sind wir eben mal so lange dabei, solange
wie die Märkte nicht unter Druck kommen. Und sobald die Märkte respektive die Kurse dann mal fallen, dann scheint man auch Bewertungen zu hinterfragen. Und das waren, glaube ich, die Aspekte, die wir hier im Februar, März entsprechend gesehen haben. Die Sensibilität der Marktteilnehmer ist hier entsprechend angestiegen. Noch dazu in der heutigen Zeit haben wir natürlich auch verschiedene Handelssysteme, die an den Märkten agieren, die, sobald die Volatilität, also die Schwankungsbreite am Markt nach oben geht, bauen die Positionen ab, und ein Positionsabbau führt natürlich ceteris paribus auch dazu, dass die Kurse hier, wenn nicht auch eine steigende Nachfrage dazu kommt, hier nach unten gehen, respektive auch die Volatilität steigt, was die ganze Systematik dann verstärkt. Also, das ist das Fazit des letzten Webinars, und was wir jetzt gesehen haben, ist in den vergangenen Wochen, dass sich das alles wieder ein bisschen relativiert hat, die Schwankungsbreite ist zurückgekommen, man hat festgestellt, dass die ökonomischen Daten noch alles in allem in Ordnung sind, dass die Kapitalmärkte wohl das Thema steigende Zinsen in den USA aktuell ganz vernünftig auffangen können. Also, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Man hat festgestellt, dass der Stress vielleicht doch nicht so hoch ist, und dementsprechend haben wir hier jetzt auch Kurssteigerungen gesehen in den vergangenen Wochen, und diese Kurssteigerungen haben wieder dazu geführt, dass technische Marken von unten nach oben durchschritten worden, beispielsweise am deutschen Aktienmarkt. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass auch Positionen aufgebaut werden. Also, soweit die Erklärung für den Verlauf des aktuellen Jahres. Und ich möchte direkt auch zum Kernthema kommen, was wir aktuell sehen, nämlich das Thema Inflation und Zinsen, weil das aus unserer Perspektive momentan die wesentlichen Faktoren sind, die Kapitalmarktteilnehmer momentan bewegen, die auch Einflussfaktor natürlich für die Preisentwicklung der verschiedenen Vermögensklassen sind. Natürlich nicht in der von Tag-zu-Tag-Betrachtung, sondern mit einem gewissen Horizont. Aber da sehen wir momentan eine erhebliche Divergenz. Und ich steige mal ein mit der Eurozone. Und was Sie hier sehen, diese rote Linie, das ist das Inflationsziel, das die Europäische Zentralbank sich hier setzt. Man sagt, man hat eine Preisstabilität, wenn die offizielle Inflationsrate bei nahe 2% liegt. Und bei der Berechnung dieser Inflationsrate gibt es eben die klassische Betrachtung, die alle Güter beinhaltet. Die sehen Sie in dieser türkisen Linie. Sie sehen, da waren wir für die Eurozone schon mal kurz bei diesen 2%, sind dann aber wieder zurückgekommen, aktuell die Inflationsrate nur noch bei 1,2%. Was für die Währungshüter der Europäischen Zentralbank aber viel wichtiger ist, das ist die Inflationsrate, die Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak nicht berücksichtigt. Weil man sagt, okay, das sind sehr schwankungsreiche Parameter, die hier mit eingehen, die haben eigentlich wenig mit den strukturellen Trends in der Volkswirtschaft zu tun. Dementsprechend schauen wir auch sehr stark auf die Kerninflationsrate, und da sehen Sie schon, die kam nie so richtig über die 1,1% rüber, ist jetzt nochmal nach unten gekommen, liegt jetzt bei 0,7%. Und das ist natürlich ein großes Thema für die Europäische Zentralbank, die sich eben wünschen würde, dass die Kerninflationsrate hier entsprechend nach oben kommt, weil man das auch damit gleichsetzt, dass wir eine bessere konjunkturelle Dynamik in der Eurozone haben. Und eine bessere konjunkturelle Dynamik würde natürlich auch eine Änderung der Geldpolitik eben hier begünstigen. Und Sie sehen es hier in der Eurozone, da kommt eben diese Inflation nicht in Gang. Auch die marktbasierten Inflationserwartungen, wo man die Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer für 5 Jahre, in 5 Jahren ermittelt, aus den marktbasierten Daten, kommt man momentan zu einer Inflationsrate, die deutlich unter den 2% liegt, die sich die Notenbank hier als Ziel vorstellt. Also, Inflation in der Eurozone nach wie vor ein Thema, was nicht so läuft, wie es die Europäische Zentralbank sich vorstellt. Und in den USA sieht das Thema schon ganz anders aus. Was Sie hier sehen, ist der favorisierte Inflationsindikator der US-Notenbank. Sie sehen ihn in grau abgetragen, also die graue Linie, dargestellt in Prozent hier an der rechten Skala. Und da sehen Sie schon, man ist relativ solide hier momentan bei den 2% angekommen. Aber was vielleicht noch bedeutender ist, dass es in der Vergangenheit regelmäßig Preisumfragedaten eben auch der Notenbank hier entsprechend gab. Das ist diese lilane Linie, wie Sie sie hier sehen. Und Sie sehen schon, dass diese beiden Linien sich tendenziell in einem engen kausalen Zusammenhang bewegen. Und Sie sehen jetzt, wie diese Erwartungen hier nach oben gegangen sind. Und wenn man nun den Zusammenhang der Historie, der Vergangenheit unterstellt, dann kann man davon ausgehen, dass sich eben die Inflationsdaten in den USA hier weiter nach oben bewegen. Diese Bewegung verheißt nichts anderes, als dass die US-Notenbank sich in ihrem aktuellen Kurs bestätigt fühlt. Das heißt, 3 weitere Zinsanpassungen nach oben im Kalenderjahr 2018, 4 weitere Erhöhungen im Kalenderjahr 2019,
Das natürlich alles unter der Prämisse, dass wir hier keinen exogenen Schock sehen, keinen schwarzen Schwan. Aber momentan müssen wir auch sagen, dass sich das eine oder andere geopolitische Event, was man gesehen hat, beispielsweise Nordkorea, Südkorea, das hat sich ja momentan wieder stark beruhigt. Ich glaube, beim Thema Handelskrieg werden wir etwas Ähnliches sehen, dass das am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde, weil am Ende des Tages Donald Trump, seine Administration und auch alles, was hier an wirtschaftlicher Elite in den USA natürlich vorhanden ist, die haben natürlich auch kein Interesse an einem globalen Handelskrieg, weil der natürlich letztendlich hier auch entsprechend die Unternehmen und am Ende des Tages natürlich auch deren Aktionäre und Eigentümer hier entsprechend schädigt. Also, Sie sehen es, in den USA Inflation schon deutlich eher ein Thema, und das ist auch, was wir hier sehen, wenn wir das mal zusammenbringen, das Thema Zinsen, gemessen am 12-Monats-Zins, der am Geldmarkt zu erhalten ist, mit der offiziellen Inflationsrate. Und da sehen Sie schon hier in dieser braunen Linie, die USA, die sind jetzt mal wieder über der Nulllinie. Großbritannien und die Eurozone, hier Deutschland, sehen Sie weiterhin noch im negativen Bereich. Also sprich, wenn Sie den nominellen Zins nehmen und Sie subtrahieren die offizielle Inflationsrate, dann haben wir hier negative Realzinsen. Und das natürlich jetzt am Beispiel Deutschland festgemacht. Wir wachsen hier vielleicht um 2% real, haben in Deutschland eine Inflationsrate, die etwas über der Eurozone liegt, mit vielleicht 1,4, 1,5. Dann haben Sie eine Summe von 3,5%. Gleichzeitig deutsche Staatsanleihen, die weit unter 1% notieren. Also die Zinsen sind natürlich speziell für Deutschland hier viel zu niedrig. Und dementsprechend dieser Anlagenotstand, dieser negativen Realzinsen, den sehen wir ja alle am Immobilienmarkt. Vielleicht auch am Markt für Oldtimer, für Kunst und Ähnliches. Wir haben eben diesen ganz massiven Anlagenotstand. Ich habe Ihnen das nochmal etwas plakativer mitgebracht. Was Sie hier sehen, ist die Rendite einer zweijährigen US-Staatsanleihe abzüglich der Rendite einer zweijährigen deutschen Staatsanleihe. Und was ich Ihnen hier abgetragen habe, ist nichts anderes als die Zinsdifferenz. Also wenn wir die Zinsen, die Sie für eine zweijährige US-Anleihe bekommen, wenn wir davon die Zinsen einer deutschen Bundesanleihe abziehen. Und da sehen Sie, da die deutsche Bundesanleihe hier momentan im negativen Bereich notiert, haben Sie eine Zinsdifferenz von über 3%. Und die Skala geht ja zurück bis Ende der 80er Jahre. Und wenn Sie hier mal mit Ihren Augen mal nach links rüber gehen, dann stellen Sie schon fest, diese Zinsdifferenz, die hatten wir seit über 30 oder seit rund 30 Jahren nicht. Also das ist wirklich historisch, was wir hier sehen, weil wir diese Differenz seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Also sprich, in den USA haben wir mal wieder positive Realzinsen, auch bei den kurzen Laufzeiten. In der Eurozone sind wir davon sehr, sehr weit weg. Und besonders natürlich auch bei den Bundesanleihen, die ja für viele Investoren in der Eurozone immer so der sichere Hafen sind. Da haben wir momentan wirklich ein historisches Verhältnis, wie Sie es hier entsprechend abgetragen sehen. Und dementsprechend, diese aktuelle Zinsdifferenz erklärt auch die Währungsentwicklung. Sie werden es vielleicht festgestellt haben, zum Anfang des Jahres hat der Euro sich noch relativ gut entwickelt, ist erstmal ordentlich gestiegen gegenüber dem Dollar. Da haben sich viele gefragt, Moment mal kurz, wie kann das sein? Die Zinsen in den USA sind höher, die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist auch ordentlich. Warum ist der Dollar in Relation so schwach? Es gab verschiedene Erklärungsansätze, aber am Ende waren die alle nicht wirklich befriedigend aus fundamentaler Perspektive. Und jetzt sehen wir hier wieder, dass hier sich am Ende des Tages wohl doch das Thema Zinsdifferenz entsprechend durchsetzt. Also der Euro im Vergleich zum US-Dollar jetzt vom kurzfristigen Höhepunkt schon fast 5% abgegeben. Sprich, die Zinsdifferenz und auch die wirtschaftlichen Daten, die scheinen momentan hier die Währungsentwicklung ganz gut zu erklären. Eben stärkerer Dollar, schwächerer Euro. Als kleine Erinnerung hier nochmal das Bild aus dem Jahr 2017. Hier hat der Euro gegenüber dem Dollar um fast 14% aufgewertet. Wie gesagt, fundamentale schwer zu erklären. Man hat das ein bisschen auf Trump geschoben, man hat das ein bisschen darauf geschoben, dass die USA über ihren fiskalpolitischen Stimuli natürlich hier das Thema Schulden massiv ausweiten. Aber alles am Ende des Tages Erklärungsansätze, die für meine Perspektive nicht wirklich befriedigend waren. Man konnte es jetzt eigentlich nicht wirklich gut erklären. Aber die Rückschlüsse für die Anlagestrategie, die sind natürlich ganz erheblich, weil natürlich sorgt ein schwächerer Euro dafür, dass die relative Wettbewerbsposition der Euro-Exporteure sich hier positiv verbessert. Klar, wenn meine Produkte
hier Ceteris Paribus günstiger werden, dann verbessert das natürlich die Position, aber auch natürlich anlagepolitisch hat das noch verschiedene Wechselwirkungen, die wir uns gleich anschauen. Also im Zwischenfazit müssen wir sagen, Inflation und Zinsen mit einer wirklich sehr unterschiedlichen Entwicklung in den beiden Währungsräumen und insbesondere für die USA gilt natürlich, dass der Fakt, dass wir mittlerweile wieder positive Realzinsen haben für Anleihen des Staates, also sehr, sehr guter Bonität mit auch typischerweise natürlich einer hohen Liquidität, da wird natürlich die relative Attraktivität höher. Sprich, wenn ich jetzt wieder mit kurzlaufenden Staatsanleihen als US-Dollar-Anleger eine positive reale Rendite erziele, also nach Inflation, dann muss ich vielleicht nicht mehr so viel Zinsänderungsrisiken eingehen, indem ich Anleihen mit längeren Laufzeiten wähle. Dann muss ich vielleicht nicht mehr in Bonitätssegmente mit schwächeren Schuldnern wechseln, um hier einen Renditekick zu holen. Ich glaube, das ist etwas, was wir hier aktuell auch schon sehen. Und tendenziell sind natürlich auch steigende Zinsen erstmal natürlich irgendwann ein Belastungsfaktor für die Aktien, weil die Investoren sich irgendwann fragen werden, naja, bekomme ich mein Aktienrisiko jetzt noch gut vergütet? Weil wenn ich vielleicht mal 4% Zinsen sehe, wie es eine prominente amerikanische Großbank aktuell sieht im 10-jährigen US-Staatsanleihebereich, dann ist natürlich die Attraktivität höher gegenüber Aktien, als wenn sie nur 2% für die 10-jährige US-Staatsanleihe behalten. Also aktuell, wie gesagt, das ist so wirklich negativ für die US-Aktien, aber man stellt im relativen Vergleich doch natürlich fest, dass sie relativ schlechter laufen als die Euro-Aktien, weil die Euro-Aktien natürlich davon profitieren, dass die Zinsen in der Eurozone niedriger sind, dass ein schwächer Euro sich positiv auf die Wettbewerbssituation auswirkt. Also dementsprechend, das, was wir eben angesprochen hatten im Bereich Inflation und Zinsen, trifft sowohl dieses Thema Anlagenotstand, der ist nämlich in den USA mittlerweile bei weitem geringer als in der Eurozone. Der heißt aber auch unterschiedliche Erwartungen für den Aktienmarkt, was die Unterstützung durch sehr, sehr niedrige Zinsen betrifft. Das heißt, niedriger Anlagenotstand in den USA, der geht relativ gesehen zurück. Anlagenotstand in der Eurozone weiterhin auf einem extrem hohen Niveau. Wenn man sich die gezeigten Inflationsdaten anschaut, und ich verweise hier immer auf die Kerninflationsrate und die am Markt gehandelten Inflationserwartungen, dann besteht aktuell wenig Hoffnung auf steigende Zinsen hier bei uns. Wir werden vielleicht mal sehen, dass die EZB als Zentralbank das Anleiheaufkaufprogramm hier weiter reduziert oder ein Auslaufen kommuniziert, dass man vielleicht den negativen Einlagezinssatz für Banken etwas verringert. Aber dass wir hier wirklich eine Bewegung an der Zinsschraube sehen, die wirklich für den normalen Anleger, sei es professioneller Anleger oder sei es eben Privatanleger, hier wirklich nachhaltig etwas verändert. Diese Hoffnung muss man leider Gottes nehmen. Also dieser Anlagenotstand bei uns bleibt auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dementsprechend, dadurch, dass der Anlagenotstand ja mittlerweile schon sehr, sehr lange anhält und das Niveau auch sehr extrem ist, natürlich das hohe Risiko von finanziell falschen Entscheidungen, weil dieser Anlagenotstand natürlich dazu führt, dass Investitionen getätigt werden, die eigentlich nur mit diesen sehr, sehr niedrigen Zinsen zu rechtfertigen sind. Im ersten Semester Volkswirtschaft respektive Betriebswirtschaft gibt es eigentlich den Leitspruch, sind die Zinsen zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und dass die Zinsen viel zu niedrig sind, insbesondere für Deutschland, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also da sollte sich in 5 Jahren niemand wundern, wenn die eine oder andere Entscheidung, die man vielleicht jetzt trifft oder in 3 Monaten trifft, weil die Zinsen niedrig sind, sich dann als nicht optimal herausstellen. Heißt das nun für uns einfach in den Dollar investieren, weil da sind die Zinsen doch höher und da ist das Gras viel grüner? Nein, das gilt natürlich nicht. Weil wenn Sie als Euroanleger in den Dollar investieren, dann tragen Sie natürlich ein Wechselkursrisiko, natürlich auch eine Wechselkursrisikochance. Aber wenn Sie sich mal die Zinsdifferenz anschauen von vielleicht eben gezeigten 2 oder auch 3%, dann müssen wir uns ja klar machen, diese Differenz ist zwar in Relation zum europäischen Zinsniveau sehr, sehr attraktiv, aber Sie haben ja gesehen, wie sich Währungspaare, auch das Währungspaar Euro-Dollar, innerhalb weniger Wochen verändern kann. Also sprich, die Bewegung, die sie aus der Währungsentwicklung bekommen, die ist eben deutlich größer als hier das Zinsthema und dementsprechend ein Ausweichen auf US-Dollar-Anlagen kann nur eine Beimischung in einem Anlageportfolio sein und muss zwingend im Kontext der Währungsmeinung erfolgen, weil gerade wenn Sie in kurzlaufende Anleihen investieren, kommt das Risiko nicht aus den Anleihen, nicht aus dem Zinsänderungsrisiko der kurzlaufenden Anleihen oder aus dem Bonitätsrisiko, wenn Sie Staatsanleihen kaufen, nein. Der wesentliche Ergebnisbeitrag, der kommt hier letztendlich aus der Währungsentwicklung Euro-Dollar.
der dieses Währungsrisiko nicht tragen möchte und Absicherung eingehen möchte, der muss sich klar machen, dass Währungsabsicherungen nicht umsonst sind. Das heißt, wenn jemand mit einer Niedrigzinswährung, und das sind aktuell eben wir hier in der Eurozone, das Währungsrisiko bei der Investition in eine Hochzinswährung, wie es aktuell aus unserer Perspektive der Dollar eben darstellt, absichern möchte, dann muss dieser Anleger die Zinsdifferenz bezahlen der kurzfristigen Zinsen. Und diese Zinsdifferenz ist eben aktuell so hoch, dass der Zinsvorteil im US-Dollar komplett durch die Zinssicherungskosten wieder aufgefressen wird. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Hier der Blick auf die höheren US-Zinsen. Man muss entsprechend hier dann wirklich auch das Währungsrisiko tragen. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Anlagerisiko und auch Anlageziel, respektive Anlagezweck, als das, was man mit einer klassischen Zinsanlage hier verfolgen möchte. Die Fragen, die hieraus resultieren, ist klar, welchen Fremdwährungsanteil möchte man im eigenen Vermögen halten? Wenn wir hier nochmal kurz das Jahr 2017 reflektieren, dann hatten wir ja eigentlich ein sehr vernünftiges Jahr im Kapitalmarkt. Wir hatten historisch niedrige Schwankungen, Aktien sind sehr gut gelaufen. Problem war aber allerdings, dass aus der Euro-Perspektive, da der Euro rund 13% aufgewertet hat, der starke Euro eben ja in zweistelliger Höhe Gewinne wieder aufgefressen hat, weil eben die Währung an Kaufkraft zugenommen hat. Das scheint sich momentan zu ändern und deswegen hier ganz klar der Ansatz, den Blick auf das Depot zu werfen und sich zu fragen, wie viel Fremdwährungsanteil möchte ich eigentlich im Portfolio haben? Welcher Anteil ergibt sich aus meiner gewünschten Verteilung auf beispielsweise Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Rohstoffe? Und das dann eben auch mal abgleichen und natürlich das hier auch mal weiterdenken, nicht nur auf das Depot schauen, sondern wenn Sie beispielsweise physische Edelmetalle halten, also Gold und Silber, Edelmetalle werden auch im Dollar abgerechnet. Dementsprechend, wenn Gold um 10% steigt, in US-Dollar gerechnet, aber der Euro wird 10% stärker, dann haben Sie eine Nullnummer. Auf der anderen Seite, aktuelle Thematik, wenn man von einem steigenden Goldpreis ausgeht, im Dollar, gleichzeitig verliert der Euro an Kaufkraft gegenüber dem Dollar, dann laufen eben beide Attribute für Sie zusammen. Sie verdienen einerseits an der positiven Wertentwicklung des Vermögenswertes, in unserem Beispiel jetzt eben Gold, und Sie verdienen eben noch aus der Euro-Perspektive, weil Sie eben in den Dollar investiert haben. Also Fremdwährungsrisiken, Fremdwährungschancen, die liegen nicht nur im Depot, sondern die liegen auch eben bei den physischen Edelmetallen. Gleiches gilt übrigens für die Investitionen in Rohstoffe, beziehungsweise in Investmentfonds, in Indexfonds, in Zertifikaten, die in Rohstoffe investieren. Rohstoffe werden natürlich auch im Dollar hier entsprechend abgewickelt. Also muss man auch hier die Entscheidung treffen, Rohstoffpreise absichern, ja oder nein. Und wenn Sie eben hier Zertifikate kaufen, weil die heißen dann Quanto-Zertifikate, da sind eben diese Absicherungskosten für die Fremdwährung zu tragen. Also wichtiges Thema aktuell. Wie gesagt, Absicherungskosten, die sind sehr, sehr hoch. Das heißt, man sollte bei seinen Fonds, bei seinen Zertifikaten, bei allen Anlagen, die ja da sind, wirklich mal hinschauen, welches Währungsrisiko, welche Währungschance steckt da drin? Gibt es eine Absicherung, ja oder nein? Wie hoch sind die Absicherungskosten und machen die im Gesamtkontext meiner Vermögensstruktur hier Sinn? Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Einflussfaktor, auch wenn es ein bisschen technisch klingt und jetzt vielleicht nicht allzu spannend. Das ist eben Handwerk, was elementar ist. Wie gesagt, machen Sie sich klar, letztes Jahr hat eben dieses Thema Währungsentwicklung einen Renditeunterschied am globalen Aktienmarkt von 10-12% gemacht, eben aufgrund der Euro-Stärke. Wenn wir jetzt eine Euro-Schwäche sehen, dann kann es natürlich ein zusätzlicher Wertentwicklungstreiber sein, hier entsprechend keine Währungsabsicherung zu haben. Aber wie gesagt, das Thema Währung auch bitte immer im Gesamtkontext der eigenen finanziellen Risikobereitschaft ansehen. Aber ich glaube, was Sie mitgenommen haben, ist, das Gras in den USA ist nicht grüner, weil wenn Sie Währungsabsicherungskosten in Betracht ziehen, dann sind Sie eben auf, respektive sogar unter dem Niveau, was wir hier in Deutschland an Zinsen haben. Die Frage, die häufiger von unseren Kunden kommt, die wir diskutieren, ziehen jetzt diese steigenden US-Zinsen unsere Euro-Zinsen mit nach oben? USA ist der Leitmarkt, das ist eben der globale Kapitalmarkt. USA stellt im Aktienbereich den Leitindex, US-Dollar notierte Anleihen sind natürlich auf globaler Ebene in den Anleiheindizes natürlich extrem hoch gewichtet. Wenn sie in den Indizes hoch gewichtet sind, dann sind sie auch Vergleichsmaßstab für aktive Fondsmanager, die orientieren sich natürlich auch stark daran. Dann sind sie Basiswert für Indexfonds und ähnliches.
und dementsprechend auch hier im sehr konkreten Bereich dieses Thema US-Dollar natürlich ein wesentlicher Einflussfaktor. Also ziehen die US-Zinsen unsere Zinsen mit nach oben. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht, die verschiedene Kennzahlen zusammenfasst. Credit Suisse hat das dann, glaube ich, final zusammengestellt. Und man hat hier so eine Art Rezessions-Dashboard gebaut. Also man hat sich verschiedene Rezessionen angeschaut, also den Beginn, sei es 73, 80, dann eben auch Dezember 2007. Man hat sich verschiedene volkswirtschaftliche Daten angeschaut, also beispielsweise die Zinsstrukturkurve, den Inflationstrend, Job Creation am Arbeitsmarkt, zum Beispiel auch den Häusermarkt. Ja? Und hat dann jeweils gesagt, okay, ist das ein Indikator, der für eine Rezession spricht? Ist es eher noch expansiv, also volkswirtschaftlich alles im positiven Bereich, oder ist es neutral? Und wie Sie hier im Endeffekt feststellen, sehen wir momentan hier überwiegend diese blauen Pfeile, die nach oben gehen, und die sind eben genau nicht dieses rezessionsanzeigende Signal. Und das ist auch genau der Punkt, den ich am Anfang des Webinars reflektiert hatte mit dem Fazit des Webinars des vergangenen Monats, dass natürlich nicht alle volkswirtschaftlichen Zahlen, die glänzend Gold sind, aber dass wir uns auch klar machen müssten, dass die Trump Administration hier einen volkswirtschaftlichen Stimulus vornimmt über die steuerlichen, über die Steuersenkung, die man in den USA noch nie gesehen hat. Also wenn die USA nicht in der Rezession war oder sich im Krieg befunden hat, dann gab es noch nie so eine große fiskalpolitische Stimulation. Das heißt, die Stimulierung der Wirtschaft durch die steuerlichen Aspekte macht eigentlich im jetzigen volkswirtschaftlichen Umfeld überhaupt keinen Sinn, weil die Wirtschaft ja auf einem vernünftigen Niveau läuft. Aber wenn man das positiv interpretieren möchte, dann könnte man auch sagen, okay, die US-Notenbank hat die positive Entwicklung in den USA unterschätzt. Man müsste heute eigentlich schon ein höheres Zinsniveau haben. Also die Notenbank ist so ein bisschen hinter der Kurve, wie es umgangssprachlich heißt. Müsste jetzt also quasi die Zinsen erhöhen, obwohl die Konjunktur vielleicht im aktuellen Zyklus ihr Hoch schon gesehen hat. Das ist natürlich ein Problem. Ja? Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen nicht senken, dann haben sie kein Futter für die nächste Rezession, um Zinsen zu senken, wenn die Wirtschaft sich abschwächt. Das heißt, diese Überstimulierung der US-Wirtschaft, die auch zu einer Überhitzung führen könnte, dafür gibt es gute Argumente, die könnte jetzt durchaus eben der US-Notenbank die Zeit verschaffen, eben hier die Zinsen zu erhöhen, weil die Effekte, die bremsenden Effekte von steigenden Zinsen für die Volkswirtschaft kompensiert werden durch die stimulierenden Effekte der Fiskalpolitik. Und Janet Yellen, die ehemalige Notenbankpräsidentin, hat ja auch gesagt, vielleicht muss man auch den Arbeitsmarkt in den USA überhitzen, um Personen, die schon länger aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, die sich schwer tun, in den Arbeitsmarkt zurückzukommen, dass man die wirklich nur zurück in den Arbeitsmarkt bekommt, wenn eben die Volkswirtschaft hier entsprechend überhitzt. Also, momentan schauen viele auf Trump und sagen, der macht das nur aus Ego, um in seine Präsidentschaft sich hier entsprechend zu positionieren, wie toll die Wirtschaft gestiegen ist und welche Preissteigerungen am Aktienmarkt oder am Immobilienmarkt noch zu erzielen sind, Vermögenseffekte eben. Aber, wie gesagt, der Nebenaspekt, sei es ausgedacht oder sei es glücklicher Nebenaspekt, der könnte eben durchaus sein, dass es der US-Notenbank eben die Möglichkeit gibt, die Zinsen zu erhöhen und die Situation hier anzupassen. Also, US-Rezession aktuell aus den Daten nicht absehbar. Die Eurozone, Sie wissen, das ist ein Indikator, den wir oft zeigen. Hier geht es darum, erwartete wirtschaftliche Daten ins Verhältnis zu setzen mit den dann real mitgeteilten Daten. Das natürlich für verschiedene Währungsräume, respektive Länder. Und da sehen Sie hier in diesem Türkisblau die Eurozone. Also wir haben da einfach ein bisschen enttäuscht. Auch eine Erklärung natürlich und eine Bestätigung dessen, was wir schon bei der sehr schwachen und rückgehenden Inflation, respektive Kerninflationsdaten gesehen haben. Ob das jetzt nur Effekte sind aus dem Winter oder aus dem Zeitpunkt, wann Ostern dieses Jahr lag, das wird man sich alles noch anschauen müssen, aber alles in allem, in der Relation hat die Eurozone eben zuletzt enttäuscht, also das ist ein Aspekt. Dementsprechend, Zwischenfazit hier, auch wenn es sehr traurig ist, das zu sagen, aufgrund der eben geschilderten sehr unterschiedlichen Ausgangslage würde ich nicht davon ausgehen, dass US-Zinsen die Zinsen in der Eurozone wesentlich nach oben ziehen und dass wir jetzt hier in der Eurozone perspektivisch auch wieder positive Realzinsen haben. Und weil wir diese positiven Realzinsen nicht erwarten können, bleibt uns der Anlagenotstand auch erhalten. Das ist zwar positiv für Vermögenswerte, weil die unterstützt werden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wo immer mehr Leute in Anlagenotstand gedrückt werden,
dass wir hier auch das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen haben. Also sprich, nehmen Sie den niedrigen Zinsen als Ansatz, sich mit Ihrem Thema Geldanlage, Finanzplanung, Altersvorsorge auseinanderzusetzen, aber eben jetzt nicht hier in einen großen Druck reindrücken lassen. Konjunkturelle Situation, die ist anders, wie eben geschildert. Die fiskalpolitischen Stimuli in den USA sind extrem hoch, das haben wir eben auch gesehen. Die Eurozone hat nach wie vor sehr, sehr viel strukturelle Probleme. Sie wissen, da ist bisher wenig gelöst und ich muss sagen, mein Optimismus hält sich da leider Gottes auch in Grenzen. Und wenn wir jetzt nochmal eine Abschwächung auch der europäischen Wirtschaft so ein bisschen haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wo soll da was herkommen. Dementsprechend, vielleicht gehen die Zinsen in der Eurozone auch ein bisschen nach oben, weil sich die allgemeine Liquiditätslage verändert und weil wir doch einen gewissen Kontext zu den US-Zinsen haben. Aber dass man jetzt hier sagt, okay, in den USA haben wir wieder ein schönes Zinsniveau nach und nach und deswegen wird es in der Eurozone auch besser. Also die Hoffnung muss man kurzfristig hier leider nehmen, weil die ist aufgrund der verfügbaren Daten einfach nicht begründbar. Also, das ist ein Thema. Der Anlagenotstand bleibt uns hier erhalten und Sie haben hoffentlich auch mitgenommen, dass das Thema Inflation nicht tot ist. Also wir haben durchaus natürlich gesehen, die globale Wirtschaft, die hat sich nach der Finanzkrise auch wieder gut erholt. Wir hatten in den 45 größten Volkswirtschaften jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit ein synchrones Wachstum, sei es in den Industrienationen, sei es in den Schwellenländern. Wir haben nach wie vor das Thema viel, viel zu niedrige Zinsen für den Stand der globalen Wirtschaft und insbesondere dort, wo die Wirtschaft sehr, sehr stark ist, haben wir hier natürlich Überhitzungstendenzen. Umso stärker die Wirtschaft und je niedriger die Zinsen, desto größer ist das Risiko. Und wenn Sie dann noch zinsnahe Vermögensklassen nehmen, dann haben Sie einen Cocktail zusammen, wie wir ihn aktuell bei den Immobilien in Deutschland sehen. Deutschland brummt, Arbeitsmarkt eng, Zinsen viel zu niedrig, zinsnahe Vermögensklasse. Ist eben die Immobilie dazu noch anfassbar und ist natürlich auch eine bisschen unehrliche Vermögensklasse, weil Immobilien schwanken nicht im Wert, Aktien schwanken, Rohstoffe schwanken, Edelmetalle schwanken, das mag der Mensch nicht. Deswegen, was schwankt, ist ein bisschen ehrlicher, was nicht schwankt, ist ein bisschen unehrlicher. Das mögen wir aber durchaus. Manchmal will man ja auch nicht alle Fakten auf dem Tisch haben. Und dementsprechend, ich glaube, diese Trends, die wir hier haben, die bleiben uns vorerst noch erhalten. Nichtsdestotrotz, niedrige Zinsen haben ihren Preis. Ich habe Ihnen das hier mal ausgeschnitten. Das ist eine aktuelle Schlagzeile aus dem Handelsblatt. Sie haben es vielleicht schon gelesen. Die Finanzaufsicht macht sich Sorgen um die Betriebsrenten. Man sagt hier, die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland gerät wegen der Niedrigzinsen in Gefahr. Die Kontrolleure der BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die sind hier entsprechend alarmiert. Nun ja, wenn Sie uns schon länger verfolgen, dann wissen Sie, dass wir bereits seit 2009 darauf hinweisen, dass die kapitalgedeckte Altersvorsorge, die in Deutschland im Wesentlichen zinsbasiert ist, natürlich nicht funktionieren kann, wenn es keine Zinsen gibt. Und dementsprechend, wir haben die Auswirkungen bei den Versicherungen gesehen, mit fallenden Überschussbeteiligung, wir haben das Lebensversicherungsreformgesetz gesehen, Schlagworte wie Zinszusatzreserve. Wir haben sehen hier, dass die Betriebsrenten natürlich viel, viel schwerer zu finanzieren sind, dass fraglich ist, ob alle Garantien erfüllt werden können. Da gibt es erhebliche Probleme. Also das sind natürlich Themen, die wir haben und ich habe Ihnen das hier nochmal mitgebracht, damit Sie das mal sehen, dass die Umlaufrendite in Deutschland. Und da sehen Sie natürlich, wir hatten mal ein Zinsniveau von 6, 8, ja teilweise über 10%. Und dass es natürlich dann gut funktioniert hat mit der zinsbasierten Altersvorsorge, zumindest wenn man Inflation nicht einbezieht, das ist ja wohl deutlich. Aber jetzt mit einer Umlaufrendite von teilweise negativ, aktuell unter 0,4%, die Probleme werden hier noch erheblich sein. Und wenn Sie sich die Vermögensstruktur der Deutschen anschauen, dann stellen Sie ja fest, dass auf Basis des privaten Geldvermögens, was Richtung 6 Billionen Euro notiert. Davon liegen 40% auf Konten, also tendenziell eben hier entsprechend unverzinst. 35% sind Versicherungsguthaben, 5% sind Anleihen. Also haben Sie schon mal 80%, die direkt zinsabhängig sind. Da haben Sie 5% reine Aktien und die anderen 15% sind irgendwie ein bisschen Zertifikate und Investmentfonds, die ja wiederum auch in vielen Fällen, weil hier entsprechend Anleihen enthalten sind, eine hohe Zinsabhängigkeit haben. Also das ist ein großes Thema, die Altersvorsorge ist in einer dramatischen Schieflage, man kann es nicht anders formulieren, aber hier muss man eben auch differenzieren. Altersvorsorge jetzt nicht pauschal gesprochen, wenn Sie eine vorgebundene Rentenversicherung haben, die nur Aktienfonds hat, dann sind Sie ja wahrscheinlich nicht ganz unglücklich mit den Renditen der vergangenen Jahre. Ja? Wenn Sie eben sagen, ich habe für Altersvorsorge gar keine Versicherung, sondern ich habe da einen Fondssparplan oder einen ETF-Sparplan und da ist eben eine hohe Aktienquote drin, dann sind Sie, glaube ich, auch seit der Finanzkrise nicht ganz unglücklich, besonders wenn Sie einfach diszipliniert geblieben sind. Also sprich,
wenn wir uns mal davon trennen, Altersvorsorge mit Versicherungen gleichzusetzen, die zinsbasiert sind, dann stellen wir doch fest, dass hier einfach Umdenken erfolgen muss, weil zinsbasierte Altersvorsorge kann ohne Zinsen nicht funktionieren. Heißt aber auch im Gesamtfazit, das Big Picture bezogen auf die Kapitalmärkte wiederum ist unverändert. Wir haben das gesehen, was wir erwartet haben. Verunsicherung der Marktteilnehmer ist zurückgekommen, weil man hat festgestellt, okay, volkswirtschaftlich ist ja alles in Ordnung, steigende Zinsen bringt den Kapitalmarkt nicht total von der Rolle. Ja, US-Aktien laufen schlechter als Euro-Aktien, okay, das ist aber jetzt kein großer Game-Changer. Wir stellen fest aber, dass man nicht mehr ganz diese Euphorie hat, so nach dem Motto, die Zinsen werden nie mehr steigen und deswegen kann man für jeden Vermögenswert, für jede Bonität, egal wie schlecht das ist, alles hier einfach kaufen. Also wir sehen ein bisschen mehr Kritik auch der Kapitalmarktteilnehmer, das ist sehr positiv und grundsätzlich müssen wir natürlich sagen, ne, wir haben menschliche Emotionen, die führen zu Herdenverhalten, Stichwort Anlagenotstand, wir haben quantitative Handelsmodelle, die Risiken steuern, wir haben eine günstige Handelbarkeit, was Transaktionskosten in Indexfonds betrifft, das verstärkt natürlich auch die Volatilitäten, also sprich eben die Schwankungsbreiten am Markt. Wir werden da irgendwann mal selbstverstärkende Trends sehen. Irgendwann kommt mal wieder die große Inflationsangst hoch. Dann werden alle feststellen, ups, wir haben zu wenig Inflationsschutz. Dann wird man Vermögenswerte suchen, die dann steigen. Unser Ansatz ist ja immer, sozusagen, nicht zu viel Meinung hereinbringen, sondern permanent dafür sorgen, dass wenn das eigene Vermögen unter Inflation leidet, dass einfach ein entsprechender Anteil an Vermögenswerten hier im Portfolio ist, der positiv von steigenden Inflationsraten profitiert. Das sind natürlich entsprechend Aktien, das können inflationsgebundene Anleihen sein, das können auch natürlich hier Rohstoffe sein und dementsprechend hier eher ein bisschen weniger Meinung, ein bisschen mehr Handwerk. Ja, Big Picture unverändert, das heißt insbesondere auch für Euro-Anleger und Euro-Versicherte, wie Sie eben gesehen haben, schwankungslose Anlagen vernichten Kaufkraft und schwankungsreiche Anlagen kosten Nerven. Umso wichtiger ist es hier natürlich, die Anlagestrategie vernünftig herzuleiten und einen passenden Mix für die eigene persönliche Situation zu finden. Was ich Ihnen abschließend noch ans Herz legen möchte, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Verteilung hier in der Online-Konferenz von Kunden unseres Hauses oder Kunden eines Beraters ist, der mit uns zusammenarbeitet und Sie zur Konferenz eingeladen hat. Nochmal hier auch das Thema. Grundsätzlich die Technik, die Digitalisierung bietet tolle Möglichkeiten und ich habe es mit dem einfachen Slogan überschrieben, bleiben Sie bei Ihrer Bank, aber lassen Sie sich unabhängig beraten. Was meine ich damit? Nun ja, hier mal eine Übersicht, dass es eben so ist, dass es mittlerweile möglich ist, dass wir von nahezu allen Banken in Deutschland Vermögenswerte, also Depot- und Kontodaten, Depotdaten, Kreditdaten abrufen können. Wie machen wir das? Wir machen das natürlich mit einem externen Anbieter, der keine Bank ist, der die Technik stellt, aber die persönlichen Daten nicht sehen kann. Das heißt, der Anbieter sieht schon mal hier nichts an Daten. Und eben darüber hinaus, dass eben hier, da wir die Lizenzkosten dafür tragen, eben diese Daten nicht für Marketing- und Werbezwecke genutzt werden, sondern dass Sie als Kunde, als Anleger sagen können, ich habe hier 4 Immobilien, die möchte ich selbst in meinem eigenen Vermögensreporting sehen, also meine täglich aktualisierte Vermögensbilanz, hier ein Ausschnitt. Aber für meine 2 Wertpapierdepots, da hätte ich jetzt gerne mal Beratung zu den Themen, die der Leichtpreis eben angesprochen hat. Herleitung, Anlagestrategie, Währungschancen, Währungsrisiken, beispielsweise Inflationsschutz. Und dann sehen Sie hier, da haben jetzt eben eine ING-DiBa dabei, eine Volksbank, eine Sparkasse, eine Allianzfondsgebundene Rentenversicherung haben wir auch entsprechend abgebildet. Und das können wir letztendlich für 95% aller Banken, die in Deutschland am Markt aktiv sind. Das Schöne ist also, Sie erhalten einen Vermögensüberblick, der alle Vermögensbestandteile beinhaltet. Sie können aber bewusst sagen, Sie geben uns nicht alle frei, weil wir nur einen Teil dessen beraten sollen. Und dementsprechend nutzen wir da die Digitalisierung, weil Sie haben einen tollen Vermögensüberblick, einen tagesaktuellen Bericht, aber Sie behalten selbst die Datenhoheit. Und das alles verschlüsselt. Noch dazu liegen die Daten im Rechenzentrum der DATEV mit höchsten Sicherheitsstandards hier in Deutschland. Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Und weil es eben auch Ihnen ermöglicht, von denen, die nicht mit uns zusammenarbeiten, bisher zu sagen, hey, ich habe mein Depot bei einer anderen Bank, ich nutze es mal mit dem System, arbeite mal 2-3 Monate mit euch zusammen und muss mein Depot nicht bewegen. Weil das etwas ist, was wir häufiger feststellen, dass man sagt, bei meiner Bank, der Berater wechselt so oft. Oder Direktbank, da habe ich ja gar keine Beratung. Aber man möchte eben die angestammte Bankverbindung nicht wechseln, weil man eben das Online-Banking der DiBa gut findet. Oder weil man eben schon seit 30 Jahren bei einer Volksbank, Sparkasse oder Deutschen Bank ist. Und jetzt eben hier die Möglichkeit, eben
ohne die Veränderung seiner Bankverbindung sich hier bankenunabhängig von uns beraten zu lassen. Das natürlich ohne Kündigungsfristen und wiederum selbst derjenige zu sein, der alle Daten kontrolliert, weil weder der Anbieter hier was sieht, noch wir etwas sehen können, sofern sie es uns nicht freigeben. Also das ist wirklich eine super coole Geschichte. Ja, also, meine Damen und Herren, so erreichen Sie uns die Kontaktdaten. Und an der Stelle darf ich Ihnen allen für die Aufmerksamkeit danken. Ich würde jetzt die Aufnahme beenden und so, dass wir eben entsprechend hier noch auf die Fragen eingehen können, die wir hier jetzt eben erhalten haben. Diejenigen, die uns jetzt verlassen, Ihnen noch einen schönen Sommerabend. Das Wetter lädt ja durchaus noch ein, mal in den Biergarten zu gehen. Alle anderen, wie gesagt, freue ich mich jetzt auf noch eine entsprechende Fragerunde.